Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Let's Play Dead Synchronicity. Immer noch im Männertag, immer noch mit der heiseren Stimme. Und nein, das hat nichts miteinander zu tun. Ich habe nicht so wild gefeiert. Wir haben in der letzten Folge hier mit Schwester Oma ein bisschen geredet. Und zwar ist das die Tochter des alten Mannes, dem wir auf der Straße geholfen haben, als er unbedingt unten in dieses eine Haus hinein wollte und wir haben das Kellerfenster eingeschlagen. Also ich glaube zumindest, dass sie es war. Ich bin sehr überzeugt davon. Das ist Schwester Oma. Erschöpft und niedergeschlagen. Sie wird von der Armee in diesem Krankenhaus festgehalten. Ein weiterer Beweis dafür, dass diese Schweine in Uniform allen Respekt vor menschlichem Leben verloren haben. So, dann schauen wir uns doch noch ein bisschen weiter um. Maroder Schreibtisch. Mal sehen. Hier sind nur Staub und alte Papiere und ein kleiner Schlüssel. Sehr gut. Mich wundert zwar, dass sie nichts dazu sagt, aber umso besser. Ein altes, wurmzerfressenes Möbelstück. Der miese Zustand fällt selbst in dieser Umkleide auf. Die Silhouette der Schwester scheint im Licht dieser Lampe zu verschwimmen. Ich fürchte, dass Oma nach so vielen Monaten, die sie hier eingesperrt war, inzwischen kaum mehr als ein Gespenst ist. Morphium, das wollen wir doch die ganze Zeit. Zwischen all dem zerbrochenen Glas steht ein Fläschchen mit der Beschriftung Orales Morphium. Super. Ich glaube, das war für die, den Mann, der... Also für die Frau, die den Spitzel als Mann hat. Wisst ihr, was ich meine? Dann, was wollte die uns dann geben eigentlich? Geld, oder? Ich glaube, Geld. Und mit dem Geld können wir wieder zu dem Mädchen. Was ist denn hier? Müll und Zigarettenkippen. Der Boden dieses Raums ist ein einziger, riesiger, abstoßender Aschenbecher. Es ist etwas beunruhigend, dass Reinlichkeit in diesem Krankenhaus keine hohe Priorität zu haben scheint. Und das, obwohl ich in der letzten Episode noch gesagt habe, dass hier draußen der Flur sehr gut gewischt ist, weil wir uns drin spiegeln. Bänke vor den Schränken. Typisch für einen Umkleideraum. Ebenso wie der Geruch nach Schweiß und dreckigen Socken, der hier im ganzen Raum hängt. Offenes Fach. Bei dem hier steht die Tür halb offen. Alles, was ich da drin sehen kann, sind die Reste von Aufklebern und zerrissene Fotos. Als wäre jemand in Eile aufgebrochen, ohne sich zu verabschieden. Okay. Eine Reihe von heruntergekommenen Schränken ohne Beschriftung. Ich bekomme den Eindruck, dass alles hier drin jeden Moment zerfallen könnte. Vielleicht aus Solidarität mit den Unglücklichen, die in der Haupthalle schreien. Habe ich noch was übersehen? Ich glaube nicht. Ich habe mit ihr gesprochen. Ich war in dem Schrank. Wir gehen mal vor die Tür, denn ich glaube, der Schlüssel, den wir gerade eingesackt haben, der könnte für den Schrank hier vorne sein. Aber ich bin mir nicht sicher. Wir probieren's. Mal sehen, ob es der Schlüssel für dieses Fach ist. Bingo! Was haben wir denn da drin? Ich sehe hier einen gelben Eimer mit medizinischen Abfällen und eine Handvoll von etwas, das aussieht wie Tests, um die Zerflossenen zu diagnostizieren. Okay, nehmen wir alles mal mit. Ich werde keinen davon nehmen. An allen blinkt eine kleine rote LED, ein unverkennbares Zeichen, dass sie bereits benutzt wurden. Okay. Oh, da die Holz... Die Holzkiste einfach genommen. Da war was drin. Eine recht große Sperrholzkiste. Darin befanden sich mal einige der Arbeitsgeräte der Reinigungsbrigaden. Einem der Formulare der Reinigungsbrigaden nach benutzen sie das Gerät, um sich auf ihren Einsätzen zu orientieren. Im Grunde ist es eine elektronische Karte. Es sieht so aus, als würden die Satelliten auch nach der großen Welle tatsächlich noch funktionieren. Etwas, das ich leicht überprüfen könnte, wenn in dem Gerät Batterien wären. Okay, wir müssen also Batterien finden und wahrscheinlich irgendwann, keine Ahnung, unterirdisch irgendwelche Gänge langlaufen und uns damit orientieren. Mal sehen. Berechtigungsausweis für Fahrzeuge. Das ist der Ausweis, der es den Reinigungsbrigaden erlaubt, mit ihren makaberen Krankenwagen die Klinik zu verlassen und zu betreten. Meiner Erfahrung nach wird man ohne so ein Ding mit Blei vollgepumpt, wenn man versucht, durch das vordere Tor zu kommen. Es ist ein internes Memo der Armee an den medizinischen Stab des Krankenhauses. In dem Bericht geht es darum, dass kein Gegenmittel für die Krankheit der Zerflossenen entwickelt werden konnte. Und, was noch schlimmer ist, dass schließlich die Entscheidung getroffen wurde, die Forschung ganz aufzugeben. Okay. Huch, nein, ich wollte es angucken. Was hat er sich denn notiert?
Rod hat mir versprochen, wo ging es denn weiter? Hier vorne ist doch nur, genau. Mir versprochen, mir bei der Wiedergewinnung meiner Vergangenheit zu helfen, im Austausch für das Medikament für die Zerflossenen. Okay, wir haben das Buch. Misha wird mir geben, was sie mir schuldet, wenn ich ihr das Morphium gegen die Schmerzen ihres Mannes besorge. Das haben wir auch. Rose weiß ein Geheimnis über mich von vor der großen Welle. Wie kann sie diese Informationen haben und woraus könnte sie bestehen? Ich habe keine Batterien für das GPS-Gerät. Wo kann ich welche finden oder wer könnte sie für mich besorgen? Wir könnten bei Misha und so mal gucken. Eventuell, oder der, wie hieß er denn? Wie hieß er, der Jäger? Ich bin mir gar nicht so sicher. Der eventuell. Diese seltsame Vision und diese Frauenstimme, die mich aufgeweckt hat. Was könnte Beechwood Oracle bedeuten? Das haben wir auch noch nicht rausbekommen. Chris, der Mann in meiner Vision sagte, es gäbe noch eine Chance auf Vergebung. Könnte das wahr sein? Das wollte ich euch in den letzten Episoden mal auch schon zwischendurch sagen. Ich habe das Gefühl, wie drücke ich das aus, dass manche Personen quasi, also ich fange mal so an, ich glaube, es gibt zwei verschiedene Realitäten. Einmal die Realität, die durch diese Vision zu uns spricht und einmal die, in der wir gerade auch herumlaufen. Und irgendwie gibt es dort Parallelen, wie zum Beispiel der Chris und der Jäger sahen sich vom Gesicht her irgendwie ähnlich. Aber das kann auch alles wieder meine Einbildung sein, ich weiß es nicht genau. Gehen wir mal wieder hier raus. Können wir tatsächlich, hier ist ja nichts mehr drin, oder? Schließfach. Das können wir nur zumachen. Oh, hier ist noch ein Poster. Noch mehr staatliche Propagandaslogans. Dein Schweigen ist der Feind. Helf den Reinigungsbrigaden. Okay. Können wir das Schließfach zumachen? Dann sehen wir hier dahinter nämlich die Tür. Können wir da tatsächlich runter? Dem grässlichen Geräusch nachzuschließen, das von der anderen Seite kommt, muss diese Tür zu der großen Halle führen, wo die Zerflossenen unter Schmerzen sterben. Wie Reverend Blake vielleicht sagen würde, eine Treppe direkt in die Eingeweide der Unterwelt. Besser nicht. Ich bin ein Eindringling in diesem Gebäude, das unter der Kontrolle der Armee steht. In die Haupthalle des Krankenhauses hinunterzugehen wäre, wie in die Höhle des Löwen zu spazieren. Das dachte ich mir schon. Den Schlüssel haben wir auch nicht mehr. Ich würde sagen, wir gehen zurück ins Dorf. Und dort können wir... Hier können wir auch nichts machen. Und dort können wir erstmal die ganzen Sachen den Leuten geben. Und ich denke, damit sind wir schon mal einen großen, großen Teil weitergekommen. Hier haben wir ja auch noch... Haben wir irgendwas mit... Ich habe dieses Sirenengeräusch gerade gehört und habe überlegt, ob das hier bei mir gerade vor Ort ist oder ob es im Spiel ist und musste das Headset abnehmen. Aber es ist alles okay. Wahrscheinlich brauchen wir das in diesem dunklen Raum dann, das GPS-Gerät, oder? Weil wir haben ja nichts mit Licht gefunden. Okay, dann gehen wir mal wieder raus. Und laufen zurück in das Dorf. Den Schein brauchen wir dann wahrscheinlich... Hier ist es jetzt noch leerer und stiller als vorher. Ich schätze, während ich im unterirdischen Krankenhaus für die Zerflossenen war, haben die Soldaten die Ausgangssperre verhängt. Aber hier sind doch noch Leute. Eine kleine Gruppe von Reverend Blakes Anhängern leistet seiner Schwester Gesellschaft, trübsinnig und mit gesenkten Köpfen. Ich kann sie ansprechen. Wieso bist du denn hier draußen? Was ist passiert? Es geht um meinen Bruder. Er ist verschwunden. Wir wissen nicht, wo er hin ist. Was soll das heißen, er ist verschwunden? Nun ja, wir haben ihn nicht mehr gesehen, seit du mit ihm geredet hast. Seit er aus der Kirche gerannt ist. Wir haben stundenlang nach ihm gesucht und können ihn nirgendwo finden. Hast du keine Idee, wo er hingegangen sein könnte? Nein, er ist ohne Ziel aus der Tür gerannt, vollkommen außer Kontrolle. Ich habe ihn noch nie so aufgebracht gesehen. Und seither haben wir nichts mehr von ihm gehört. Ich weiß einfach, dass ihm etwas Schreckliches zugestoßen ist. Mein Bruder ist sehr krank und sollte nicht alleine und ohne Schutz da draußen sein. Ich rechne mit dem Schlimmsten. Beruhige dich. Es wird ihm schon nichts zugestoßen sein. Ich habe das Gefühl, dass etwas Schlimmes passiert ist. Ich bin mir sicher. Außerdem haben die Soldaten die Ausgangssperre ausgerufen. Wenn sie ihn alleine und verloren auf der Straße finden, in seinem Zustand... Och. Mein Bruder ist eine sehr beliebte und respektierte Persönlichkeit.
Aber diesem Monster kümmert es nicht, wer er ist. Ich verstehe. Wir müssen von der Straße runter. Bitte, wenn du meinen Bruder siehst, sag ihm, dass er heimkommen soll. Sag ihm, dass wir auf ihn warten. Natürlich, das werde ich. Okay, können wir jetzt auch noch in die Kirche und so? Das ist hier alles dicht. Hier ist nichts und ich kann auch... Oh nein, es fängt wieder an. Alles verändert sich. Alles. Okay, die Vision hatten wir schon. Alles verformt sich um mich herum. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe gar nichts. Hier hatten wir, wie schon gesagt, schon. Wir können aber hier auch nichts Neues machen. Gut, dann gehen wir hier wieder raus. Hier hinten können wir jetzt dahin, da die Schatten weg sind. Und um die Ecke? Nee. Die Fifth Avenue der Stadt des jüngsten Gerichts sieht nach der Ausgangssperre noch verlassener aus. Okay, dann gar nichts. Können wir hier reinreden? Weil wir dem Vater hier erzählen sollten? Nee, wir haben nichts dafür. Dieses Haus hat schon einen Besitzer. Ich lasse ihn besser in Ruhe. Okay, ich habe gehofft, wir können mit dem alten Mann über seine Tochter reden, aber vielleicht kommt das später. Na dann rein mit uns. Das Lager ist geschlossen, Ratte! Tritt von dem Tor zurück! Aber ich muss ins Lager zurück, dringend. Was ist denn passiert? Euch Maden kann man nicht verstehen. Immer wollt ihr hier raus. Und sobald ihr draußen seid, wollt ihr plötzlich dringend wieder rein. Einer unserer Kameraden wurde getötet. Und das Lager ist geschlossen, bis die Angelegenheit geklärt ist. Also sieh zu, dass du Land gewinnst. Es gab einen Angriff? Ja. Jemand hat eine der Wachen in den Türmen mit einem Stein getroffen, worauf er hinuntergestürzt ist. Er ist tot. Zum Glück scheint es einen Zeugen zu geben, der die Täter beim Schleudern des Geschosses gesehen hat. Und sie wurden festgesetzt. Aber wir trauen nie der Aussage einer Ratte. Deswegen warten wir darauf, dass die Verbrecher gestehen oder die Mordwaffe auftaucht. Ich glaube nicht, dass es lange dauern wird, bis die Kinder die Wahrheit sagen. Oder wir die Waffe finden, die sie benutzt haben. Mein Gott, was habe ich getan? Verdammt, ich hätte sie da nicht mit reinziehen dürfen. Das waren meine Worte. Aber das sind doch nur verängstigte Kinder. Seht ihr das nicht? Was habt ihr mit ihnen vor? Einen Beamten zu töten wird mit dem Tod bestraft. Und das Kriegsrecht ist in dieser Hinsicht eindeutig. Sie haben als Erwachsene gehandelt und werden für ihre Taten als Erwachsene bezahlen. Sobald sie gestehen oder wir die Waffe finden, mit der sie ihre Tat begangen haben, kümmern wir uns um die beiden. Hast du ein Problem damit, dass das Gesetz durchgesetzt wird? Ihr seid nichts weiter als eine Horde von psychopathischen Schweinen. Noch ein Wort und ich blase dir gleich hier den Kopf weg, Bastard! Dein Armband und deine Privilegien kümmern mich nicht. Geh mir aus den Augen! Diese Schweine werden die Jungs töten. Und es wird meine Schuld sein. Ich werde für ihren Tod verantwortlich sein. Das kann ich nicht zulassen. Ich muss was tun, und zwar schnell. Aber was? Was hat er sich denn notiert? Es gäbe noch eine Chance auf Vergebung. Könnte das wahr sein? Nein. Misha Rose? Ah, ich muss die Kinder des Spitzels aus dem Ärger rausholen, in den ich sie gebracht habe. Ich habe nicht vor, dass diese Kinder wegen mir zu sterben haben. Aber wie machen wir das? Können wir einfach sagen, dass wir es waren? Damit töten wir doch aber uns selbst, oder? Mal sehen, was er erzählt. Gewehre gegen Schleuder. Das wäre ein ziemlich ungleicher Kampf. Okay, ich dachte, er zeigt das. Wenn ich das nicht verhindere, werden diese uniformierten Bastarde die Jungs erschießen. Verdammt nochmal, ich muss einen Weg finden, sie zu retten. Und zwar jetzt. Ja, aber das versuche ich doch. Was könnten wir denn machen, um Gottes Willen? Wir haben einen Ausweis, einen Bericht über das Heilmittel. Ich habe keine Ahnung, können wir... Ist hier noch irgendwas? Der Reverend ist nicht hier. Es macht doch eigentlich überhaupt keinen Sinn, dass ich da runtergehe. Also ich wüsste nicht, was. Bevor ich runterklettere, lasse ich die schwersten... Falls das... Huch, das wollte ich gar nicht. Aber na gut. Da
können wir gleich nochmal gucken, ob da unten irgendwas Neues ist, aber dürfte eigentlich nicht Erdwand. Dunkles Bündel? Dunkles Bündel? Oh Gott, das ist die Leiche von Reverend Blake. Er hat sich das Genick gebrochen. In seinem Wahn hat er wohl das Seil nicht gesehen, das ich an den Baum gebunden habe, und hat versucht, ohne Seil runterzukommen, und ist gestürzt. Aber was zur Hölle hat er hier gesucht? Oh nein, jetzt haben wir schon zwei Tode. Da guckt etwas aus der Jackentasche raus. Mal sehen, was wir hier haben. Eine feuchte, schimmlige Visitenkarte. Ziemlich zerfallen. Aber es sieht so aus, als wäre sie von einem Ort namens Beechwood Oracle. Der größte Teil des Textes ist unleserlich. Ich kann nur eine Adresse entziffern. Maymits Wood Street 24. Okay, das brauchen wir bestimmt irgendwie später. Er hat immer noch denselben Ausdruck von Panik, wie als er aus der Kirche rannte. Was hat ihn in den Wahnsinn getrieben? Na, ist auch egal. Ich fürchte, er hat die Antwort mit in sein Grab genommen. Dass er so abgeklärt quasi auf diese Leiche reagiert, ist echt der Wahnsinn. Wo ist denn der Leichensack, den wir im Inventar hatten? Der ist weg. Also unser Inventar sieht generell ein bisschen irgendwie geringer aus. Hatten wir nicht mehr Posten hier, dass es sogar bis hier runterging? Ach, er hat ja das Zeug abgelegt, ich erinnere mich. Ja, genau. Sein Gesicht. Was ist hier? Ah, hier können wir nur raus. Okay. Sonst war aber hier nur Wasser. Hier geht's raus. Und der Baum. Ja, dann klettern wir da mal wieder raus. Ich pack mein Zeug mal besser wieder ein. Ja, sonst bin ich verwirrt, wenn es nicht da ist. Bald ist es zu spät für die Kinder. Wenn ich nicht bald etwas tue, werden sie sterben. Und das wird meine Schuld sein. Komm schon, Michael. Du musst was tun. Lass dir was einfallen. Was denn? Ich weiß nicht was. Kann ich mit denen reden? Torwache. Mauer der Schande, Typ Torwache. Mit dem kann ich auch nichts machen. Wir versuchen nochmal mit dem zu reden, eventuell haben wir was. Du musst mich hineinlassen. Ich muss dringend in das Lager. Das Lager wird erst geöffnet, weil diese kleinen Mistfliegen ihr Verbrechen gestanden haben. Oder wir die Mordwaffe finden. Diese zwei Mistfliegen werden für ihre Tat einen hohen Preis bezahlen. Und jetzt verschwinde, Ratte. Diese Schweine werden die Jungs töten. Und es wird meine Schuld sein. Ich werde für ihren Tod verantwortlich sein. Das kann ich nicht zulassen. Ich muss was tun, und zwar schnell. Aber was? Können wir dem Reverend, oh Gott, ist das böse, können wir dem Reverend die Zwille in die Tasche stecken? Bevor ich runterklettere, lasse ich die Spalz. Ja, mach das mal. Und dann sagen hier, der Typ war das, der dort unten im Wasser liegt? Wir gehen nochmal zu ihm hin. Es ist die Leiche. Ja. Und seine Tasche? Gute Idee. Reverend Blake wäre der perfekte Sündenbock, um die Kinder zu entlasten. Andererseits ist er eine der bekanntesten und angesehensten Persönlichkeiten der Stadt. Ich bezweifle aber, dass jemand meine Geschichte glauben würde, dass er die Wache auf dem Turm angegriffen hat. So, wir können es nicht mehr mitnehmen. Also wie lange werden diese Bestien in Uniform warten, bevor sie die Jungs... Ihre Zeit läuft ab. Mann, ja. Michael, finde einen Weg, sie zu retten. Ja, wir können sie ja eh nicht mehr nehmen. Wir probieren das. Wir können die nicht mehr rausnehmen, so wie das jetzt gerade aussah. Geht das wirklich auf Zeit? Ich pack mein Zeug. Ja, pack dein Zeug ein. So, wieder raus hier. Und mit dem da reden. Du musst mich hineinlassen. Ich muss dringend in das Lager. Das Lager wird erst geöffnet, weil diese kleinen Mistfliegen ihr Verbrechen gestanden haben. Oder wir die Mordwaffe finden. Diese zwei Mistfliegen werden für ihre Tat einen hohen Preis bezahlen. Und jetzt verschwinde, Ratte! Diese Schweine werden die Jungs töten. Ich werde für ihr... Wie machen wir die denn jetzt auf den aufmerksam? Dieses Schwein in Uniform und seine Kumpanen machen sich bereit, die Kinder kaltblütig hinzurichten. Verdammt! Ich muss etwas unternehmen. Wie? Ich hab gedacht, das war's jetzt quasi schon. Schwarzer Sack, Nägel, Handschuhe... Boah, Leute, wisst ihr was?
Wir machen das in der nächsten Episode weiter und ich baue die Spannung jetzt etwas auf, indem ich einfach auf das Pausenmenü schalte. Und wir machen beim nächsten Mal weiter, wenn es wieder heißt Let's Play Dead Synchronicity. Bis dann. Tschüss.